Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Legenden Arceus. Wir stehen hier am Sinnoh-Tempel. Mit der roten Kette in unserem Besitz. Außerdem haben wir 10 von diesen komischen Tafeln. 10? Zufallszahl? Oder bedeutet das, dass wir alle Tafeln haben, die vielleicht für irgendetwas notwendig sind? Man weiß es nicht. Sehen wir nach, was hier auf uns wartet. Oh oh, oh oh, oh oh. Das sind die anderen. Oh, Beschützer-Pokémon. Diejenigen, die wir bekämpft haben, aber auch die, die uns ansonsten geholfen haben. Okay, alle warten da vorne. Das Elektroball. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber, ne? Und, oh, ich dachte schon, was ist denn das? Aber es ist so klein, deswegen erkennt man es nicht gut. Was konnte ich da gerade machen? Untersuchen. Die Statue stellt eines der 10 Pokémon dar, die einst dem Helden der Vorzeit folgten. Aha, ja, 10 Pokémon und wir haben die 10 Tafeln. Welches Pokémon fehlt dann vielleicht noch, außer vielleicht das allerwichtigste von allen? Man weiß es nicht. Wir werden es aber gleich herausfinden. Es ist Zeit, die rote Kette einzusetzen. Was geschieht hier? Ich höre da so eine Stimme im Kopf. Nein, ich fühle sie. Und was sagt die Stimme? Die rote Kette, es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Hey Perla, was redest du denn da? Fangen? Dich? Das ehrwürdige Sinnoh, ich glaube, es spricht zu mir. Die rote Kette, es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Wappne dich für den unweigerlichen Kampf. Hier, nimm. 10 Hyperbälle. Danke. Kommt es jetzt wirklich zum Kampf gegen Arceus? Uff. Ob ich dafür bereit bin, ich weiß es nicht. Das ist nicht Arceus. Palkia? Der Herrscher des Raumes? Oh wow, und dich kann ich jetzt damit fangen? Okay, dann kann die Alge auch nicht weit sein. Die Kette ist zerstört? Oh, wow. Shit, was, wenn ich sie jetzt besiege? Dann hätten wir ein Problem. Myriador, du bist dran. Wir haben hier Drache Wasser. Und das greift an, ohne dass ich irgendwas machen kann. Es beherrscht Erdstärke. Wow, das fängt ja ziemlich gut an. Was mache ich denn jetzt am besten? Wo ist Aluna? Mit dem Knuddler sollten wir ein bisschen Schaden machen können. Falls ich überhaupt mal zum Zuge komme. Knuddler. Tempotechnik. Gemäß der Liste von davor müsste ich dann zweimal angreifen können. Oh wow. Offensivkraft verringert, okay. Ich versuch's nochmal. Mit dem Tempotechnikteil. Ich hoffe, ich besiege es jetzt nicht. Ich will es nämlich fangen. Aber ich glaube. Oh, wow. Wenn das mal nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. Attacke verfehlt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie kann man so Glück haben? Ich habe 43 Hyperbälle. Es ist perfekt geschwächt. Vielleicht kann ich dann noch auf Elektroball wechseln, denn es beherrscht die Donnerwelle. Oder aber, wir fangen es einfach so. Das lief zu gut, dass das nicht gescriptet war, oder? Das lief zu gut. Wir haben es perfekt geschwächt und der erste Hyperball hatte Erfolg. Ist das Zufall? Nee, das kann nicht sein, oder? Oder bin ich quasi sowas wie ein Gott in diesem Spiel? Ich wage es zu bezweifeln. Aber es sah zumindest so aus, oder? Du hast es, oder? Du hast das ehrwürdige Sinnoh gefangen. Naja, ich habe Palkia gefangen, aber... Damit wäre die rote Kette wohl hinüber. Was bin ich froh, dass die Pokémon der 3 Seen uns so tatkräftig beigestanden haben. Amazing, einfach unglaublich, Shawnee.
Ich habe genau beobachtet, wie du gekämpft hast und es gefangen hast. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der ganze Stolz des Forschungstrupps. Oh ja, es ist mir eine große Ehre, seine Mentorin zu sein. Jetzt mal langsam, bitte. Wir haben gerade Palkia gefangen. Mit 2 Angriffen und 1 Ball. Und ich bezweifle, dass dies das einzige Pokémon ist, das hier sein Unwesen treibt. Somit beruhigt dich mal wieder, ja? Das ehrwürdige Sinn... Nein, es ist Palkia. Ich kann es wieder zu mir sprechen fühlen. Wie, ich hab's doch gefangen. Raum und Zeit stürzen ins Chaos, denn die Kraft schwindet. Mein Gegenstück ist in Rage. Es naht. Deshalb bin ich hier. Ein Gegenstück? Oh nein, die Alga. Aber die rote Kette ist doch zerbrochen. Nicht mal Johnny könnte es jetzt erneut mit so einem mächtigen Pokémon aufnehmen. Da hat er nicht ganz Unrecht, ja. Oh oh, die Alga, oder? Die Alga. Was mache ich denn gegen ein Dialga? Außerdem, Myriador ist besiegt. Wobei, es hätte mir in diesem Kampf nicht allzu viel helfen können. Weil hier haben wir Drache Stahl. Rückzug, gute Idee. Gute Idee. Ohne die Kette, denke ich mal, sind wir machtlos. Wir müssen von hier abhauen, und zwar schnell, bevor es zu einem Kampf mit dem anderen Sinnoh kommt. Los, Rückzug. Wir kehren zur Gipfelbasis zurück. Aber... Wir können doch nicht einfach davonlaufen. Seid ihr total hirnverbrannt? Wenn wir hier draufgehen, ist niemandem geholfen. Das gleiche gilt auch für dich. Zieh dich zurück, aber Dali. Du hast mir gar nichts zu sagen, alter Mann. Aber ich denke, in diesem Fall hast du nicht ganz Unrecht. Was für eine überwältigende Kraft. An ihr kann jeder Forschungsversuch ja nur scheitern. Dass du dich überhaupt auf den Beinen halten konntest, ist wirklich beeindruckend, Shawnee. Und diese Energie, die aus dem Riss strömt. Es ist dieselbe, die in Form der seltsamen Blitze die Könige und Königinnen in Rage versetzt hat. Es ist schon verblüffend. Wir haben 2 verschiedene ehrwürdige Sinnoh verehrt. Und beide waren real. Aber was für ein Ton der Expeditionsleiter plötzlich angeschlagen hat. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Dir und Perla, es tut mir leid. Ihr hättet recht damit, Shawnee euer volles Vertrauen zu schenken. Wobei wir bei dir wären, Shawnee. Meine Selbstgerechtigkeit hat mich dazu verleitet, dich aus der Expedition zu verstoßen. So habe ich dir ungeheure Mühsal aufgebürdet. Und trotzdem gibst du weiterhin alles, um Hisui und all seine Bewohner zu retten. Naja, irgendjemand musste ja etwas wegen des Risses im Raumzeitgefüge unternehmen. Und wir verstehen natürlich, dass auch du Gründe für dein Handeln hattest, den Boku. Ich störe nur ungern, Boss, aber... Sollten wir uns nicht wieder dem Sinnoh-Tempel zuwenden? Das lobe ich mir. Statt sich in Vergangenheit zu ergehen, sind sie geistig stets im Hier und Jetzt. Ein waschechter Wissenschaftler eben. Einer von der zuverlässigen Sorte, wohl wahr. Mir scheint fast, als hätte Shawnee einen guten Einfluss auf uns alle gehabt. Keine Frage, Shawnee ist so stark, dass er so einen Kampf auch locker alleine gewinnen könnte. Hey, da bist du ja ganz schön unbekümmert. Hast du vergessen, dass die rote Kette hinüber ist? Keine Sorge, das ehrwürdige Palkia hat das nötige Wissen bereits mit mir geteilt. Palkia, du meinst das Pokémon von gerade eben? Genauso wird es genannt. Neben seinem Namen hat es mir aber noch etwas anderes anvertraut. Das Mineral allen Ursprungs. Die Kette leuchtend rot. Das Gefäß aus Menschenhand. Vereine alle 3. Und dem Chaos, das den Fluss der Zeit bedroht, sei Einhalt geboten. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir sollen uns außerdem gemeinsam mit dem ehrwürdigen Palkia zum Tempel begeben. Die rote Kette ist zwar in lauter Einzelteile zerbrochen, aber diese habe ich zumindest eingesammelt. Oh, das war klug. Das Gefäß aus Menschenhand. Könnte es womöglich ein Pokéball sein? Oh, das macht Sinn. Das sind alle Informationen, die wir dazu haben. Ich wüsste echt gern, was es mit diesem Mineral auf sich hat.
Vielleicht weiß Topin ja Rat. Wenn sich jemand mit Mineralien auskennt, dann er. In Sachen Bergbau hat er Erfahrung. Gut. Dann darf man ja noch hoffen. Wie sieht es mit Ihnen aus, Professor? Haben Sie eine Vermutung, was das Mineral angeht? Die habe ich tatsächlich. Shawnee, auf den Tafeln, die du von Damytir und den anderen Pokémon erhalten hast, befinden sich laut Volu Botschaften. Dürfte ich mal einen Blick drauf werfen? Ja, mach ruhig, aber... Das sind 10 Stück, ja? Aha, Volltreffer. In die Erdtafel sind folgende Worte gemeißelt. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Vielleicht hilft uns dieser Hinweis weiter. Inwiefern? Und was soll das bedeuten? Wir suchen einfach nach einem Mineral, dessen Beschaffenheit mit dieser Tafel vergleichbar ist. Warum mit genau dieser Tafel? Da stand doch überall so Zeugs drauf. Wenn ich mich recht erinnere, hat Volu Topin bereits darum gebeten, Ausschau nach einem solchen Mineral zu halten. Oh, was für ein Zufall. Oh, jetzt muss ich es sagen. Volu hat sich auch in der Diamantsiedlung eifrig nach den Tafeln erkundigt. Klingt ja wirklich vielversprechend. Dann wollen wir mal nach dem Mineral des Ursprungs suchen. Aber dieser Name klingt so umständlich. Von nun an soll es Urerz heißen. Okay, das macht schon Sinn, dass es so heißt. Oder das jetzt einfach nur abkürzen. Perla, können wir dieser Sache auf deine Hilfe zählen? Selbstverständlich. Ich würde Topin sofort zur Gipfelbasis beordern. Sehr gut, er kommt hierher. Und nicht wir müssen zu ihm, das ist praktisch. Ja, Tsubaki will auch seinen Senf dazugeben. Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet und doch keine Einladung bekommen. Wer ja gelacht, dachte ich mir, also bin ich selbst angetanzt. Du warst doch die ganze Zeit da. Was willst denn du? Diem, zur Wiedergutmachung rückst du jetzt mal besser eine Aufgabe für mich raus. Sicherlich könnt ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Tsubaki, kannst du deinen Anführer nicht einmal mit Respekt behandeln? Na schön, allerliebster Herr Anführer, wärst du so gnädig, auch mir eine Aufgabe zuteil zu werden lassen? Besser so? Dann kümmere dich um deine Mitmenschen. Die anderen Wächter sehen doch auch nach ihren Königinnen und Königen und helfen den Bewohnern anderer Siedlungen, Ruhe zu bewahren. Brauchst du dafür wirklich einen Befehl von mir? Selbst du Dussel, wirst doch kapieren, wenn ich sage, jeder nach seiner eigenen Fasson. Oh, der Niemand aus der Galaktik-Expedition hat uns doch Mumm in den Knochen. Sprichst du mit mir? Und deswegen hat Onkel Tsubaki hier ein Leckerli für dich. Na, wer war ein braver Junge? Alter, ich prügel dich gleich. Süßtrüffel. Dieser süße Pilz wird zur Herstellung verschiedener Items verwendet. Der steckt voller mysteriöser Energie. Okay. Oh, Topin. Topin ist da. Bah, der scheußliche Hut passt genauso wenig zu dir wie die ach so wichtige Aufgabe, die dir anvertraut wurde. Das gefällt mir alles gar nicht. Sei doch still jetzt. Die Suis-Mineralien sind ein kostbarer Schatz. Ich habe das noch vor allen anderen festgestellt. Also bin ich bestens für diese Aufgabe geeignet. Solltest du dann was auszusetzen haben, trete ich gern mit Axanthor gegen dich und dein rundes Etwas an. Das wäre ein interessanter Kampf, glaube ich. Ich glaube, es hackt. Machst du dich etwa über mich und Elektrobar lustig, hä? Vielleicht kriegst du eine gewaltige Elektrizität ab, dass du dich nicht mehr rühren kannst. Und dann lauft das Hackeball gleich mit. Jetzt halte mal die Luft an, Tsubaki. Versuch doch zumindest mit dem Perlclan auszukommen. Die Lage ist äußerst ernst, kapiert? Ah, es war wirklich dir. Weißt du eigentlich, was daheim los ist? Seit das ehrwürdige Sinnoh oder Palkia oder was auch immer zum Perlclan gesprochen hat? Wieso die und nicht wir? Topin, wärst du so freundlich? Ja, mit Vergnügen. Dann werde ich euch nun zur urzeitlichen Höhle geleiten. Urzeitliche Höhle? Wo sollten die bitte sein? Begib dich zum Ort, wo man das abbauen kann. Das ist ja spaßig. Moment, du hast bestimmt noch eine Quest für mich. Mopsi, der sucht irgendwas oder irgendjemand. Was ist denn los? Du kommst wie gerufen. Du musst meinem Seemops helfen, ich bitte dich. Sein entzückender runder Körper hat leider dazu geführt, dass es den Abhang runtergekullert ist. Und zwar in Richtung des Steinplattenpasses und der Geröllberge, wo es nur so von gefährlichen Pokémon wimmelt.
Du bist doch der Junge vom Forschungstrupp, von dem alle reden. Bitte rette meinen Seemops. Ich habe den Wegweiser aktiviert. Da unten irgendwo, oder wie? Wo finde ich das jetzt? Muss irgendwo da sein. Moment, was ist jetzt aktiv eigentlich? Das. In Richtung der Geröllberge. Okay, Moment, das ist wichtig. Da ist eine wichtige Mission jetzt. Traunvogel, bist nicht mehr interessant, deswegen gehe ich. Dann sehe ich da einen Rotom. Dafür bin ich jetzt aber nicht da, sondern... Oh Gott, da unten. Oh Gott, da unten. Wisst ihr was? Das Vieh wollen wir bekämpfen. Das macht mir Angst. Ein bisschen. Ja, es greift an. Macht aber... Okay, nicht ganz die Hälfte Damage. Dann würde ich sagen, machen wir es platt. Fensteraura. Vielleicht überlebt es ja sogar und wir können es mitnehmen. Ja, das passt. Erho. Na schön. Na schön, wenn du es so haben willst. Ja, es schläft, ne? Es kann trotzdem angreifen. Das ist doch auch so ein bisschen ein Witz. Ich greife normal an. Und jetzt pennt es. Gut. Jetzt kann ich Bälle werfen. Gleich Hyperbälle. Ich glaube, die Hyperbälle haben mich noch nie enttäuscht, seit ich sie habe. Damit habe ich ein paar Elite-Pokémon gefangen. Seht ihr? Die sind wirklich fantastisch. So, und dann wollen wir Lydiado gleich noch heilen für den Fall der Fälle. Aber ich habe kaum mehr Heilung. Aber ist okay. Ja, wie gesagt, das Seemops ist jetzt wichtig. Was zur Hölle? Da! Oh mein Gott, da ist der Seemops bereits. Moment. Lass es in Ruhe, klar? Lässt du mal das Seemops in Ruhe? Autsch. Komm jetzt her. Oh nein, Apollo ist auch da. Nebulak. Süß. Giftschock, kein Problem. Ich würde sagen, wir erledigen zuerst mal... Shit. Ziel nicht ausgewählt. Das Seemops braucht unsere Hilfe und wir sind da. Was bist du eigentlich, du dummer Geist? Hier, friss das. Level 45 ist höher als das Elite-Pokémon war. So, das war's. Seemops, da bist du ja. Komm, alles wird gut. Seemops? Oh, ist das süß. Na, wo gehst... Was? Nein! Warum rollt das weiter? Warum... Nein, warum rollt das weiter? Oh nein! Ich dachte, ich hätte es bereits jetzt, aber nein, natürlich nicht. Da vorne ist es. Ja, wir nehmen jetzt noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit, würde ich sagen. Ich meine, das werden gute Erfahrungspunkte. Ich frage mich gerade, ob ich Palkia ans Team nehmen soll. Irgendwie wäre es cool, aber irgendwie wäre es auch ein bisschen lame. Seemops. Bleib doch da, Mensch. Oh, da hinten. Seemops. Und es rollt weiter. Ich glaube, es will gar nicht wieder nach oben. Wisst ihr was? Nein. Kämpfen jetzt nicht. Was haben wir da? Material. Oh, 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 mein Gott. Okay, gegen dich muss ich kämpfen, glaube ich. Das heißt, ich muss. Es ist vonnöten, wenn ich dem kleinen Seemops helfen möchte. Level 60. Autsch. Das hat ein bisschen weh. So, wo ist das? Das ist zwar kein Step-Angriff, aber hey. Reicht nicht aus. Verflucht. Steinkante. Autsch. Aber der nächste Angriff wird es erledigen. Und wo ist denn Seemops abgeblieben? Ich nehme an, ich muss immer bergab nachschauen gehen, oder? Alles andere macht keinen Sinn. Ja, und so erhält man diese EP-Bonbons da. Da ist es doch.
Was haben wir da noch? Seemops, du bist doch gleich unten. Weißt du was, einmal darfst du jetzt noch rollen und dann ist auch gut, ne? Was soll denn das? Jetzt darf auch mal ein bisschen Spaß haben, das ist völlig okay. So, wo ist es denn jetzt? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Nein, danke. Da vorne am Wasser steht's. Okay, Seemops, alles ist gut. Alles ist gut. Ihr greift mich besser nicht an, klar. Seemops. Warum rennst du immer weg von mir? Was? Seemops, ich fass es nicht. Unglaublich, dass du bis hierher gekullert bist. Okay, es hat ihn wieder gefunden. Und du hast es also den Weg über begleitet? Danke vielmals. Wenn du das nächste Mal bei der Gipfelbasis bist, schau bitte bei mir vorbei. Ich würde mich gern angemessen bei dir bedanken. Das ist total süß. Gut, dann würde ich sagen, wir verschwinden. Und sobald uns niemand mehr verfolgt, kann ich mich dahin teleportieren. So nämlich. Dahin. Ja, das Ganze sieht immer sehr groß aus, das Gebiet, aber eigentlich hat man es relativ schnell, ist man es abgegangen. So, wir werden uns kurz ausruhen, unsere Pokémon heilen und dann sehen wir uns noch kurz Palkia an, würde ich sagen. Und ich sollte vielleicht noch ein paar Tränke kaufen, wie ist denn das? Ich kann nur normale Tränke kaufen, toll. Okay, pass auf. Da ist es. Hallo, Level 65, das ist nicht schlecht. Ich meine, ich könnte es direkt mitnehmen, aber... nee. Achso, ja, falls euch interessiert, dass ich noch so gefangen habe. Ich habe hier das Herrscher Viskagott endlich gefangen, das wir immer bekämpft haben. Dann haben wir einen Herrscher Enton, einen Herrscher Schlubleck. Was habt ihr gesehen? Ich denke mal, Geronimatz habt ihr... nee, habt ihr nicht. Vermutlich habt ihr Traunvogel gesehen. Ja, da habe ich Kekling gefangen, Geronimatz, dann habe ich doch noch meine zwei Mobiles gekriegt. Kramurks, ein Elite, nicht Herrscher, ein Elite Vadribi, ein Elite Sichlor, Zierpurze aus Langeweile, ein Luxtra habe ich auch gefangen, Patimos, noch ein Panflam, Staravia, das Bittifas, das Elite Bittifas, ein normales Nibel, ja, kein Hisui, dann ein Elite Entoron, ein normales Mashok und zwei Trasla. Respektive ein Trasla und ein Kealia. Und außerdem, wenn ich schon dabei bin, ich habe der Friseuse ein Traunvogel gezeigt und dann hat sie gesagt, oh hey, zeig doch bitte auch noch ein Kealia. Und auch diese Quest habe ich dann bereits abgeschlossen. So. Dass ihr nichts verpasst habt. Habe ich mich jetzt schon geheilt, respektive meine Pokémon? Ja, habe ich. Habe ich. Gut, Leute. Dann ist einiges passiert in diesem Part. Und deswegen würde ich sagen... wir gehen doch zu dem Typen da, der will uns ja was geben, ne? Ansonsten vergesse ich es wieder. Bestimmt rollt es gleich nochmal runter. Dank dir ist mein Seemops wieder unbeschadet zu mir zurückgekehrt. Zurückgekullert, meine ich. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Seemops rollt und rollt und rollt. Klebekugel und Sonnenbonbon. Von jetzt an musst du besser aufpassen, wo du hinkullerst. Hörst du, Seemops? Und weg ist es. Ah, nee. Doch. Jetzt geht er aber selber nachschauen, ja. Okay, dann werde ich die Items gleich noch zurücklegen, weil... ich will nicht unnötig Zeug mitnehmen. Und dann war es das wirklich für heute. Das kann weg. Soll ich das benutzen? Das kann... nee, wir behalten es mal. Das kann weg. Das kann auch weg. Den Sand, den könnte ich gleich noch verwenden. Das ist ein Ultrastein. Das können wir noch an Elektroball anwenden, ja? Es ist ein bisschen zu kurz gekommen, ihr seht das. Machen wir das so und machen wir das so. Der Leistungsstein. Dafür kriegt den auch Elektroball. Kapi. So, wisst ihr was? Das kriegt auch noch Elektroball. Wenn wir es schon haben. Und auch der... Verzeihung. Oh, das L, das ist viel, ne?
kriegt auch noch Elektroball. So, ich meine, das hat sich doch gelohnt. Da ist noch was, ein Teil, ein kleines. Geben wir auch Elektroball. So. Dann machen wir hier ein bisschen Ordnung und dann würde ich sagen, Leute, wie gesagt, für heute war es mit Pokémon-Legenden Arceus. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.